Hallo, das ist Rick, ich bin Elisa. Herzlich willkommen zu Was geht ab Shorts. Fußball verbindet die Völker der Welt. So heißt es zumindest. Die Weltmeisterschaft, die 2022 in Katar stattfinden wird, steht schon weit vor ihrer Ausrichtung unter einem schlechten Stern. Seitdem die FIFA die Austragung des zweitgrößten Sportevents der Welt an den reichen Wüstenstaat vergeben hat, reißen die negativen Berichterstattungen nicht ab. Die Vorwürfe reichen von Korruption bei der Vergabe bis hin zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen im Land des Veranstalters. Neueste Meldungen berichten von insgesamt 44 nepalesischen Arbeitern, die zwischen Juni und August bei WM-Bauarbeiten gestorben sind. Als Todesursache werden Arbeitsunfälle und Herzversagen angegeben. Schon seit langem häufen sich die Informationen über die unmenschlichen Bedingungen, unter denen in Katar für die WM geschuftet wird. Berichten zufolge sollen ausländischen Arbeitern bei der Ankunft die Reisepässe abgenommen werden. Unhygienische Massenunterkünfte und unterirdische Bezahlung seien Normalität. Den Bauarbeitern soll teilweise den Zugang zu Trinkwasser verweigert worden sein, was bei Temperaturen von fast 50 Grad natürlich fatale Folgen haben kann. Wenn sich die Arbeitsbedingungen in Katar nicht bald ändern, fürchten Vertreter des Internationalen Gewerkschaftsbundes, dass noch viel mehr Menschen beim Bau der Infrastruktur umkommen werden. Fußballer und Fans fragen sich ohnehin, wie die WM an einen Ort stattfinden soll, wo es tagsüber so schweineheiß ist. Mittlerweile wird konkret darüber nachgedacht, die WM in den Winter zu verschieben. Auch dass Minderheiten diskriminiert werden und Alkohol unter Strafe steht, lässt daran zweifeln, dass Katar der richtige Austragungsort für ein internationales Fußballfest ist. Angeblich wären einige Problematiken nicht richtig angeschaut worden, als die WM Katar vor 3 Jahren zugesprochen wurde, so FIFA-Präsident Sepp Blatter. Die Korruptionsvorwürfe der FIFA gegenüber werden wegen den WM-Vergaben an Russland 2018 und eben Katar 2022 immer lauter. Was meint ihr? Wollt ihr eine WM sehen, die unter diesen Umständen veranstaltet wird? Und geht bei der FIFA alles mit rechten Dingen zu? Schreibt es in die Kommentare, wir wollen eure Meinung dazu. Mehr News aus aller Welt könnt ihr hier sehen, noch 2 Videos und hier unten abonnieren natürlich. Dort unten findet ihr auch Techscalibur und in der Beschreibung alle Links zu unseren Social-Media-Seiten. Checkt die mal aus und wir sind weg.